Es gibt aktuell um die 40 Läden und ich höre von immer mehr. Also ich glaube, es eröffnen gerade sehr viele. Und ich glaube, in 5 Jahren wird es nicht mehr nur das Phänomen der unverpackten Läden geben, sondern jeder Bioladen wird eine unverpackte Abteilung haben. Ein Bioladen mit einer kleinen Abteilung mit Nüssen und Müsli kann auch keinen ganzen Unverpackladen ersetzen, denn dieser bietet ja viel, viel, viel mehr. Ich meine, wir haben über 600 Produkte und andere Läden ziehen nach. Aber der ganze Lifestyle wird sich noch viel mehr etablierter, noch viel verbreiteter sein. Es wird viel selbstverständlicher sein, dass man seinen Käse und was man noch so haben möchte, an einer frischen Theke unverpackt bekommt. Unsere Lieferkette ist nicht komplett Zero Waste. Wir haben einige Produkte wie die Kaffeebohnen oder auch den Tofu. Deshalb ist es tatsächlich so, dass gar kein Müll entsteht. Die meisten Produkte werden aber die losen in Großgebinde, das sind so große Säcke, angeliefert aus Altpapier oder auch recyceltem Plastik. Das hat den Vorteil, dass man halt die ganzen kleinen Einwegverpackungen spart. Das heißt, wir sind nicht hinten im Lager und reißen kleine Tüten auf, sondern es sind sehr, sehr große Säcke, mit denen man halt echt 25 Kilo Säcke, mehrere Bins, also mehrere Durchläufe befüllen kann. Die Suche nach Lieferanten war nicht ganz so leicht am Anfang. Nachdem wir wussten, was für Produkte wir haben wollten, mussten wir natürlich auch welche finden, die nicht nur die Produkte in der richtigen Qualität anbieten, die auch noch am besten irgendwie die regional herstellen. Es macht ja keinen Sinn, Produkte durch ganz Deutschland hin und her zu schicken. Und das Dritte war natürlich nicht nur bio, sondern unverpackt. Also es muss ja irgendwie im Mehrwegsystem möglich sein oder halt zumindest in diesem Großgebinde. Und da haben sich sehr viele Produzenten schwer getan, für uns natürlich extra ihre Maschinen anzuhalten und das abzufüllen. Und deswegen arbeiten wir halt auch weiterhin und auch schon sehr gerne mit kleineren Herstellern zusammen, die sich halt mal ihre Prozesse ändern konnten und uns was zu bereitstellen, was größere Firmen nicht konnten. Wir werden nie Nutella zum Abfüllen haben, nicht nur weil wir es nicht wollen, sondern weil ich glaube, Nutella wird nie ihre Maschinen entsprechend für unsere Größen umstellen können und wollen. Es gibt die These, also zumindest manche behaupten, Verpackungen seien gut, gerade Einwegverpackungen, weil sie schützen das Produkt und das ist am Ende umweltfreundlicher. Das Problem ist nur, es ist ein Argument für eine Verpackung, aber meistens schützen sie gar nicht, sondern Verpackung wird in erster Linie gebraucht als Marketinginstrument, dass man sein Logo da platzieren kann und irgendwelche tollen Vitamine drauf, die das Produkt angeblich hat und wie es die Welt rettet, aber das tut es halt oft gar nicht. Deswegen, Verpackung schützt das Lebensmittel gar nicht so sehr. Wir sehen ja, dass wir die Sachen lose anbieten und sie haben trotzdem eine gute Qualität. Genauso Obst, Gemüse, Bananen müssen nicht in Plastik verpackt sein, Apfelsinen auch nicht und alles andere auch nicht. Ich finde deswegen, das Argument ist echt am schlechtesten und am lächerlichsten, weil man halt inzwischen fast jeder Stadt in jedem Unverpackladen, aber auch auf dem Markt sieht, dass Dinge, Lebensmittel nicht verpackt sein müssen. Unsere besten Produkte sind die Nüsse, also alles, was trocken ist und sonst auch sehr teuer und auch Süßigkeiten, weil die gibt es bei uns halt ein bisschen billiger. Das ist die gleiche Qualität wie auch im Bioladen, aber halt nicht ganz so teuer. Und die drehen sich sehr gut, auch die Kosmetik, alles was mit Drogerie zu tun hat, auch ganz logisch, weil das verbraucht man halt auch wieder. Schwieriger wird es tatsächlich, was richtig lange liegen bleibt. Ich glaube, das sind eher sowas wie Bohnen. Das dreht sich ein bisschen langsamer, weil wenn man selber mal überlegt, wie oft kauft man tatsächlich Bohnen oder auch Reinigungsmittel. Klar, man kauft sie, aber halt auch nicht jeden Tag. Und das sind, glaube ich, die Produkte oder auch Pfeffer, Gewürze. Gewürze haben natürlich einen guten, stolzen Preis, aber die verwendet man halt auch nicht so viel. So 10, 20 Gramm Pfeffer reichen für ein Jahr.